Das Bodenseeforum Personalmanagement 2009 war erstmalig in der Schweiz zu Gast. Im Kanton Thurgau in der Kartause Ittingen, einem ehemaligen Kloster, welches zu den schönsten Seminarstätten der Schweiz zählt und auch als ein Ort der besonderen Kraft bezeichnet wird. Das Thema des diesjährigen Bodenseeforums Personalmanagement, Arbeitgeber, Attraktivität, lud dazu ein, über nachhaltige Unternehmensführung und über die Orientierung an gemeinsamen Werten im Unternehmen nachzudenken. Rund 100 Teilnehmer sind der Einladung gefolgt und haben an dieser Tagung teilgenommen. Herr Christoph Lanter von der Industrie- und Handelskammer Thurgau gibt uns sein Resümee zur erstmaligen Austragung des Bodenseeforums Personalmanagement in der Schweiz. Ja, wir sind sehr stolz, dass es zum ersten Mal in der Schweiz stattfindet, hier im Thurgau. Das Resümee bis jetzt ist sehr positiv. Die Vorbereitungen haben auch transnational wunderbar geklappt. Und das Wetter, wie man sieht, hat ebenfalls mitgespielt, so wie wir uns das gewünscht haben. Also bis jetzt alles wunderbar. Man merkt es Ihnen an, Sie sind so richtig happy. Im Moment absolut ja. Also wenn man so auf die Entstehungsgeschichte hingeht, ist es bis jetzt eine Erfolgsgeschichte. Als Industrie- und Handelskammer sucht man ja Vorteile für Mitglieder. Und eine Kernkompetenz einer Industrie- und Handelskammer ist es, Netzwerke oder Plattformen für Netzwerke zu schaffen. Und so hat das Ganze begonnen vor etwa 4 Jahren mit einem über EURES finanzierten Personalleiternetzwerk, Bodensee umgreifend. Und so haben wir die Wirtschaftskammer Vorarlberg und das Bildungswerk Baden-Württemberg kennengelernt, die eine ähnliche Zielgruppe ansprechen, und das ist heute das Resultat davon, dass man zusammen 2-tägige Bodenseeforen organisiert. Schon seit vielen Jahren wird die Kooperation zwischen Deutschland, Schweiz und Österreich beim Bodenseeforum Personalmanagement aktiv gepflegt. Herr Wolfgang Farges vom Bildungswerk der baden-württembergischen Wirtschaft berichtet uns, was das Besondere an dieser Zusammenarbeit ist. Das Besondere liegt darin, dass wir hier wirklich grenzüberschreitend mit den österreichischen Kollegen, mit den bayerischen Kollegen, mit den Baden-Württemberger Kollegen und den Schweizer Kollegen die Region fördern können. Die Region, die ansonsten sehr, sehr häufig gesehen wird im Fokus Frankfurt, Stuttgart, Salzburg, nein, der Bodenseebereich ist das Zentrum, und hier ist so eine so große Wirtschaftskraft, und diese große Wirtschaftskraft können wir hiermit in den Mittelpunkt der Diskussion stellen, und das Personalwesen kann seine Rekrutierungsarbeit hier vollziehen. Kann man hier von einem Forum sprechen, ein Forum ohne Grenzen? Das ist ein Forum ohne Grenzen, weil tatsächlich alle Firmen aus allen Ländern beteiligt sind und weil alle Unternehmen, die in der Region präsent sind, sich präsentieren können und ihren Austausch pflegen. Die wissenschaftliche Leitung des 18. Bodenseeforums hatte Frau Professor Dr. Heike Bruch, Direktorin des Instituts für Führung und Personalmanagement an der Uni St. Gallen. Sie referierte zum Thema erfolgreiche und nachhaltige Gestaltung von Arbeitgeberattraktivität, und sie kann uns auch die Frage, was macht einen attraktiven Arbeitgeber aus, beantworten. Attraktive Arbeitgeber sind diejenigen Unternehmen, die es schaffen, die Mitarbeiter voll zu begeistern. Und im Ergebnis heißt es, dass es ihnen gelingt, besonders gute Mitarbeiter anzuziehen, sie im Unternehmen zu halten und dann aber auch zur Leistung zu bringen über die Gestaltung bestimmter Arbeitsbedingungen. Da führen Sie mich schon zur nächsten Frage. Ich nehme an, da wird vermutlich Motivation sehr wichtig sein. Ja, wenn wir Arbeitgeber bewerten und die Arbeitgeberattraktivität einstufen, dann ist für uns ein Kriterium immer Motivation und Dynamik. Gelingt es dem Arbeitgeber tatsächlich, das volle Potenzial der Mitarbeiter zu aktivieren und auszurichten auf die richtigen Dinge, nämlich die gemeinsamen Ziele?
Ein besonderes Verfahren als Instrument zur Identifizierung von Talenten setzt die Firma Bachmann Electronic aus Feldkirch ein. Herr Dr. Bert Rünzler von Bachmann Electronic referierte beim Bodenseeforum zu diesem Thema und berichtet uns, wie bei der Firma Bachmann Talente entdeckt und gezielt entwickelt werden. Zuerst sollten wir uns einmal darüber einig werden, was unter Talenten zu verstehen ist. Talentierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind solche, die herausragende Qualifikationen besitzen und hervorragende Kompetenzen besitzen. Wir haben ein Messverfahren, es nennt sich Codex, speziell auf die von Bachmann Elektronik ausgerichteten Unternehmensziele abgeleitet, entwickelt, und mit diesem Verfahren sind wir in der Lage, die Kompetenzausprägenden unserer Schlüsselkräfte, unserer High Potentials zu messen. Das ist der eine Punkt, und der andere Punkt, der mir auch wesentlich erscheint, ist, dass wir versuchen, über ein Karriereplanungsmodell bei Bachmann die Talente auch weiter und für lange an das Unternehmen zu binden. Die Teilnehmer des 18. Bodenseeforums waren begeistert von den zahlreichen Referenten und von der Möglichkeit, sich auf Augenhöhe austauschen zu können. Ein besonderer Reiz ging auch vom Veranstaltungsort, der Kartause Ittingen, aus. An diesem Ort der Ruhe und Kraft konnten wertvolle Impulse aufgenommen werden. So zeigte sich auch Herr Aurelio Wettstein, Personalchef und Mitglied der Geschäftsleitung bei der Bischofszell Nahrungsmittel AG, begeistert. Ich glaube, gerade in jetzt sehr schwierigen Zeiten für viele Unternehmungen ist es wichtig, dass man trotz schwerwiegenden Eingriffen attraktiv bleiben muss. Ich finde es außerordentlich wichtig, dass die Thurgauische Handelskammer eingeladen hat zu diesem Thema. Und ich habe jetzt gesehen bei den verschiedenen Vorträgen, dass man sich unbedingt mit diesem Thema beschäftigen muss. Was nehmen Sie konkret aus diesem Bodenseeforum mit? Ich denke, die Internationalität, einmal über die Grenze zu schauen, wie es die anderen tun, um attraktiv zu bleiben, ist sehr interessant. Es ist auch immer wieder erfreulich, dass so viele Frauen an dieser Tagung teilnehmen. Was hat Frau Magister Elisabeth Paterno von der Firma Blum in Höchst bewegt, sich zu diesem Bodenseeforum anzumelden? Ja, mein Beweggrund, an diesem Forum teilzunehmen, war vor allem der, dass ich täglich mit Personalarbeit zu tun habe. Das heißt, mein Beweggrund ist der fachliche Hintergrund, vor dem ich Informationen und den Austausch mit Kollegen hier bei diesem Bodenseeforum finde und erhofft habe zu finden. Die Vizerektorin für Lehre und lebensbegleitendes Lernen an der Pädagogischen Hochschule Vorarlberg, Frau Dr. Ruth Allgäuer, arbeitet schon seit vielen Jahren mit der Wirtschaftskammer zusammen und erklärt uns, aus welchen Gründen die Arbeitgeberattraktivität auch für die Pädagogische Hochschule von Bedeutung ist. Die Pädagogische Hochschule Vorarlberg bildet Lehrpersonen aus und ist für die Fort- und Weiterbildung von Lehrpersonen zuständig. Und wir brauchen in unserem Haus natürlich die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sehr gute Dozentinnen und Dozenten, und sind deshalb daran interessiert, gute Leute zu uns zu bekommen, bei uns zu halten, damit wir in unserem Haus wirklich auch hervorragende Arbeit leisten können. So ging das 18. Bodenseeforum Personalmanagement 2009 in der Kartause Ittingen, einem Seminarzentrum der besonderen Art, mit zahlreichen hochkarätigen Referenten und auch ganz bewundernswerten Teilnehmern dem Ende zu. Wer sich für weitere Details interessiert, findet dies auf der Homepage www.bodensee-forum.eu. Wir sind schon heute gespannt auf das 19. Bodenseeforum, welches im Jahre 2010 in Friedrichshafen stattfinden wird.